Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Untertiteldatei mit einem Film abspielen können. Als Beispiel eignet sich dazu ganz gut der vierte erschienene Film der Blender Foundation im Rahmen des Terrain Open Movie Projects Sintel. Der ist nämlich so auf Englisch und es gibt eine deutsche Untertiteldatei, die dann praktisch das Gesprochene im Untertitel im Deutsch angibt. Damit Sie wissen, was ich meine, lasse ich jetzt den Film mal abspielen. Der wird bei Ihnen ruckeln, weil ich hier nur mit 15 Frames aufnehme. Aber im Großen und Ganzen sehen wir dann nachher auch den Unterschied. Achten Sie mal hier auf den Schamanen, der spricht dann und hier die Sintel am Ende auch noch. Also ich lasse das Ganze mal abspielen. Jetzt sehen Sie gleich hier, er redet und wir haben hier keine Untertitel. Das wollen wir jetzt eben ändern mit deutschen Untertiteln. Wie gesagt, die Untertitel gibt es auf sintel.org runterzuladen. Hier wäre es das und der Film natürlich auch. Und wir möchten jetzt hier die deutschen Untertitel in den Film reinbekommen. Ist ganz einfach, dazu holen wir uns wieder Hilfe und zwar von dem bereits mehrmals vorgestellten Programm VideoLAN VLC Media Player. Wie gesagt, wurde schon öfters vorgestellt. Hier unter videolan.org herunterladen, Download VLC, dann bekommen Sie das Ganze, installieren den VLC Player und am Schluss dürfte der Ganze so aussehen. Wenn Sie dann den VLC haben, klicken Sie auf Medien, Medium öffnen. Dann klicken wir hier auf Datei und können hier unter Dateiauswahl einmal ein Medium hinzufügen. Das machen wir auch gleich mal. Wählen hier unseren Sintel-Film aus, also hier die AFI bzw. WMV, je nachdem was Sie da haben, auswählen. Nicht die Untertiteldatei, sondern den Film. Klicken wir hier auf Öffnen. Und jetzt gibt es hier den Punkt, eine Untertiteldatei benutzen. Den Haken, den checken wir. Und jetzt brauchen wir natürlich erstmal die Untertiteldatei. Deswegen klicken wir hier wieder auf Durchsuchen. Und dann nehmen wir hier unsere entsprechende Untertiteldatei. So eine Untertiteldatei muss nicht immer SRT als Endung haben. Wenn wir hier mal auf die Auswahl klicken, sehen Sie, welche verschiedenen Untertitelendungen es gibt. Die funktionieren alle. Und in dem Fall ist es eben eine SRT-Datei. Also wir wählen die auf, klicken auf Öffnen. Und jetzt können wir hier noch die Schriftgröße der Untertiteldatei festlegen. Im Normalfall reicht jetzt hier immer klein. Und Textausrichtung ist zentriert. Okay, jetzt können wir hier noch unter mehr Optionen anzeigen ein paar andere Einstellungen festlegen, die sind aber im Normalfall immer alle richtig, deswegen machen wir jetzt nichts und klicken einfach auf Wiedergabe. Jetzt startet der Film, ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, sonst sehen wir hier nichts. Und springe dann zum entsprechenden Part. So, jetzt dürften hier deutsche Untertitel auftauchen. Und das sind sie. Also, das Ganze funktioniert. Und so würde das unter dem VLC Media Player funktionieren. Es geht natürlich auch noch mit anderen Programmen, aber hier habe ich jetzt mal das Ganze mit dem VLC gezeigt, weil wir es eben schon öfters vorgestellt haben, das Programm, und es so am einfachsten ist. Wie gesagt, kann man alles herunterladen unter sintel.org. Sintel ist ein Film der Blender Foundation. Blender ist ein Programm, mit dem man 3D-Grafiken erstellen kann, hat einen Videoschnitt-Editor und eine Spielengine. Und wie gesagt, unter sintel.org gibt es den Film zum Runterladen, hier unter Download zum Beispiel. Und ganz unten gibt es dann auch noch hier Subtitles, also Untertitel in Deutsch, Spanisch, Französisch und so weiter. In dem Fall wäre es Englisch gewesen und hier ist Deutsch. Gut, wie gesagt, es muss eine Untertiteldatei vorhanden sein, ansonsten kann man keine Untertitel hinzufügen, ist ja ganz klar. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon wieder. Sollten Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns an, entweder übers Forum, über unsere E-Mail-Adresse oder über YouTube. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.